Ja, nach diesem Vorgeplänkel zur Theorie von Anfangswertaufgaben wollen wir uns jetzt anschauen, wie man denn diese Anfangswertaufgaben auf dem Rechner rechnen kann. Und das wird uns einige Wochen lang beschäftigen. Okay, wir reden also über diskrete Lösung von Anfangswertaufgaben. Und zunächst mal möchte ich Ihnen sagen, warum wir uns in der letzten Woche nochmal die Theorie angeschaut haben. Und zwar haben wir uns von einer ganzen Menge von Problemen einfach auf einfache Art und Weise zu befreien. Zunächst mal, unser allgemeines Anfangswertproblem sei mit den Bezeichnungen vom letzten Mal y' von t gleich f von t und y von t und y von a gleich y0. Gesucht ist eine Lösung dieser Differentialgleichung aus dem Intervall ab in den r hoch n. Und ich werde häufig, insbesondere wenn ich einfach Sachen nur ein bisschen darstellen will, n gleich 1 setzen. Zur Vereinfachung ist tatsächlich alles, ist natürlich auch richtig in höheren Dimensionen. Okay, es seien die Voraussetzungen des globalen Satzes von Picard-Lindelöf erfüllt. Das heißt also insbesondere f sei stetig, f sei Lipschitz-stetig im zweiten Argument mit einer Lipschitz-Konstanten L und es sei immer für uns auch die Kegelbedingung erfüllt. Das heißt also, dieser Kegel, der beginnt an der Stelle a und y0 und mit den Strecken mit Steigung m begrenzt, durch zwei Strecken mit Steigung m und minus m begrenzt ist, der sei ganz im Definitionsgebiet von f enthalten. Und das garantiert uns bereits eine Lösbarkeit der Differentialgleichung auf dem ganzen Intervall AB. Und noch ein bisschen mehr, nämlich erstmal wissen wir, dass der Graph der Funktion nicht aus diesem Kegel ausbrechen kann. Das heißt also, t und y von t liegt komplett in diesem Kegel. Und insbesondere ist auch jede Anfangswertaufgabe mit Anfangswerten in diesem Kegel auch lösbar auf dem gesamten Intervall, natürlich dann von A' bis B, also nach rechts bis ganz nach B tatsächlich lösbar. Das waren die Ergebnisse aus dem Satz von Picard-Lindelöf und die werden wir jetzt die ganze Zeit über stillschweigend voraussetzen. Bei den Sätzen werde ich manchmal dazu schreiben, seien die Voraussetzungen von Picard-Lindelöf erfüllt und damit meine ich genau das, was hier vorne steht. Der wichtige Teil ist, um eindeutige Lösbarkeit müssen wir uns jetzt die ganze Zeit über gar nicht mehr kümmern. Das heißt, ich werde stillschweigend an mich immer, annehmen, alles, was auftritt, ist tatsächlich lösbar und gesichert ist das durch die Voraussetzungen, die wir da oben gemacht haben. Okay, wie kommen wir jetzt zu einer Lösung auf dem Rechner? Also wir haben in den Vorbemerkungen schon gesehen, wir suchen eigentlich eine Funktion, die können wir natürlich jetzt nicht numerisch auf dem Rechner darstellen, die besteht aus unendlich vielen Werten. Und deshalb war unsere Idee da, wir versuchen nicht die Funktion zu bestimmen, sondern wir versuchen Approximationen an diese Funktion zu bestimmen an einigen Stellen. Das heißt also genauer, wir versuchen Näherungen yH von t an die echte Lösung y von t, an die Werte der echten Lösung y von t zu bestimmen und nicht für ganz t, nicht für alle t, sondern für alle t aus einer endlichen Menge iH, also einer endlichen Teilmenge von ab. Das wollen wir jetzt ein bisschen formaler noch hinschreiben, sei also iH eine endliche Teilmenge aus dem Intervall ab und wir setzen immer an voraus, dass das geht tatsächlich von a bis b. Das heißt, wir haben t0 gleich a, t1 und so weiter bis tn gleich b. Diese Zahlen sollen aufsteigend geordnet sein. Das heißt, es soll gelten t0, also a kleiner t1 kleiner t2 und so weiter bis tn gleich b. Und eine solche Teilmenge nennen wir auch ein Gitter des Intervalls ab. Das H bezeichnen als H bezeichnen wir, also als Feinheit des Gitters bezeichnen wir den maximalen Unterschied zwischen zwei aufeinander folgenden Gitterpunkten. Also das ist das Maximum von TK plus 1 minus TK. Okay, ja, und das nennen wir auch meistens H. Und
Ja, und dann, was ist eine Näherung oder was für eine Näherung versuchen wir zu bestimmen? Wir versuchen an diesen Punkten T0 bis Tn Näherungen anzugeben, Näherungen zu bestimmen. Das heißt also, dass yh ist eine Funktion, die geht von ih, ist also definiert auf diesem Gitter und geht von da in den r hoch n. Okay, wichtig ist hier, dass das tatsächlich eine Funktion ist, die wirklich nur auf diesem Gitter definiert ist. Die ist nicht auf dem gesamten Intervall AB definiert. Wir versuchen wirklich Approximationen nur an den Gitterpunkten anzugeben. Ja, das heißt also, vielleicht kommen Sie auf die Idee, ja, da könnte man ja interpolieren oder so. Das ist hier nicht gemacht. Nein, das können Sie meinetwegen hinterher machen. Aber diese yhs sind wirklich Funktionen, die nur definiert sind auf dem Gitter. Und das heißt dann, die definiert sind auf endlich vielen Punkten und insbesondere die Werte sind dann offensichtlich auch endlich viele. Okay, häufig setzen wir, wenn es eindeutig ist, auch gerne mal yk gleich yh von tk. Ne? Das sind gerade alle Punkte, an denen das definiert ist. Und daraus kommen irgendwelche Näherungen yk für y von tk. Ja, für n gleich 1 bedeutet das natürlich, naja, dieses y0 bis yn, das ist nichts anderes als, sind tatsächlich nur n plus 1 eindimensionale Werte und die kann ich auch gerne mal in einen Vektor zusammenfassen. Das heißt, für n gleich 1 betrachte man auch gerne mal so einen Vektor yh einfach als den Vektor, der besteht aus den Werten y0 bis yn. Das soll Ihnen eigentlich nur nochmal klar machen, okay, also dieses yh ist wirklich eine diskrete Funktion und die hat tatsächlich auch nur n plus 1 Werte. Okay, wie sieht das jetzt tatsächlich aus, so ein Gitter? Also hier ist das Intervall von a bis b und dazwischen liegen jetzt irgendwelche Punkte t1, t2 und so weiter bis tn-1. Naja, und als t0 bezeichne ich das a und als tn bezeichne ich hinten die rechte Seite, das b. Ja, wie würden Sie das machen oder was wäre das Einfachste, was Ihnen einfallen würde? Wahrscheinlich wäre das Einfachste, was Ihnen einfallen würde, dann wähle ich die Punkte, die wir dazwischen haben, doch einfach mal gleichmäßig. Ja, ich verteile die einfach gleichmäßig auf das gesamte Intervall und das ist auch das, was wir typischerweise betrachten werden. Die TKs sollen alle äquidistant verteilt sein. Das heißt also, der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten ist gerade h gleich b minus a durch n und vielleicht sollte ich das nochmal hinschreiben, das bedeutet natürlich auch, den richtigen Stift sollte ich auch nehmen, das bedeutet natürlich auch, tk ist nichts anderes als a plus k mal h. Okay, gut, dann was ist ein numerisches Verfahren? Naja, ein numerisches Verfahren, da gebe ich Ihnen eine Differentialgleichung und ich gebe Ihnen ein Gitter und Sie bestimmen mit einem numerischen Verfahren eine Näherung an die Lösung. Ja, das heißt also, Sie bestimmen genauso eine Funktion yh, die mit der Eigenschaft, dass yh von tk eine Näherung ist für y von tk. Ah, hier steht es gerade nochmal. Genau. Soll eine Näherung an die Lösung sein. Das heißt also genau das yk gleich yh von tk soll eine Näherung sein für y von tk. Das hört sich jetzt alles sehr, sehr trivial an, aber wenn ich die Frage in Prüfungen stelle, dann ist das häufig gar nicht so klar. Ja? Also wenn ich frage, Sie haben jetzt hier einen Vektor aus dem r hoch n oder n plus 1, meinetwegen auch hier n plus 1 verschiedene Werte, und was haben die eigentlich mit der Lösung zu tun? Dann ist die Antwort, genau das hier vorne. Diese Werte, die wir da haben, die approximieren die Lösung an einigen vorgegebenen Punkten. Und genau das ist es, ja? Nicht mehr als das. Okay, als Beispiel für ein solches Verfahren haben wir schon kennengelernt, das Eulersche Polygonzugverfahren. Und nochmal ganz kurz, wie haben wir das gemacht? Wir haben das damals erstmal grafisch motiviert. Und das heißt, wir betrachten jetzt eine Differentialgleichung, eine Anfangswertaufgabe auf dem Intervall von a bis b mit y von a gleich y0. Das heißt also, wir wissen, wo die Funktion hier vorne an dieser Stelle startet und muss natürlich dann die Differentialgleichung erfüllen. Okay, unsere Idee damals war, also erstmal, wir überziehen dieses Intervall a, b mit einem Gitter. Ich habe jetzt hier mal eins aufgemalt. Es sollte eigentlich ein äquidistantes Gitter werden. Hinterher ist mir aufgefallen, hinten ist es nicht ganz so gelungen, aber jetzt sehen Sie es mir nach.
Okay, hier wäre also, hier hätten wir also tatsächlich 5 Punkte, ja, also von T0 bis T4. Und unser H wäre in diesem Fall gleich B minus A durch 4. Okay, das heißt, meine Punkte sind hier vorne, A, T0, T1, T2, T3 und T4. Und ich müsste jetzt eine Näherung berechnen an den Punkten T0, T1, T2, T3 und T4. Und die wollen wir natürlich, wie gerade oben eingeführt, bezeichnen mit Y0, Y1, Y2, Y3 und Y4. Okay, wie sieht es hier vorne an dieser Stelle aus? Naja, ich weiß ja, die Anfangsbedingung sagt mir, mein y von a ist y0. Das heißt, an dieser Stelle vorne muss ich überhaupt nicht approximieren. Da weiß ich, mein y von a ist y0. Das heißt, also, es ist sinnvoll, hier vorne erstmal mit diesem Wert auch anzufangen. Das heißt, man würde natürlich definieren, yh von t0 gleich y0. Ne? t0 ist a. Okay, wie kriege ich jetzt diese Näherung hier vorne an dieser Stelle? Da war unsere Idee, naja, also ich weiß, die Funktion startet in diesem Punkt hier vorne und ich weiß auch, wie die Tangente aussieht. Ja? Ich kenne nämlich die Tangentensteigung, das heißt, die geht von diesem Punkt aus und dann, ja, und dann mit dieser bekannten Steigung geht die hier vorne in diese Richtung weiter. Naja, dann tun wir doch das, was Euler damals eben auch getan hat. Dann ersetzen wir doch einfach mal die Funktion durch ihre Tangente. Wenn dieser Unterschied zwischen a und t1 nicht so wahnsinnig groß ist, dann wird das eine gute Idee sein. Okay, und dann verfolgen wir einfach diese Tangente so lange, bis wir hier vorne an diesem Punkt t1 ankommen. Und den y-Wert an dieser Stelle, naja, den nennen wir halt y1. Okay, das heißt also, was bekommen wir raus für unser y1? Naja, also die Länge dieser Strecke hier vorne ist h, die Tangentensteigung ist f von a und y0. Also ist mein y1 gleich y0 plus h mal f von a und y0. Und das soll jetzt natürlich eine Näherung sein an y von t1. Okay. Gut, was man fragen könnte ist, wo liegt jetzt dieses T1 und Y1, das ich hier vorne eingezeichnet habe? Na, da können Sie grafisch sofort hier vorne schon sehen, wenn ich jetzt diesen Kegel Km mal anzeichne, der hätte hier vorne im Punkt A und Y0 begonnen. Naja, und da gehen so zwei Strecken raus. Die eine ist hier vorne, hat die Steigung M, die andere hat die Steigung minus M. Da das m aber die Supremumsnorm von f ist, ist die Steigung dieser Geraden, die wir hier haben, vom Betrag her kleiner als m. Und das bedeutet, diese Gerade, die wir hier haben, die liegt ganz in diesem Kegel drin. Und damit liegt natürlich auch dieser Punkt T1, Y1 hier vorne in diesem Kegel drin. Und das heißt also, nicht nur der Graph von y liegt in diesem Kegel drin, sondern auch dieses T1, Y1, was wir hier haben, das muss in dem Kegel drin liegen. Ich mache das jetzt hier einmal, sehr formal. Ich werde das demnächst immer einfach nur annehmen, dass alle Verfahren, die wir betrachten, tatsächlich den Kegel nicht verlassen. Und das ist auch tatsächlich so. Und und in diesem Fall sind sie hier besonders einfach, dass es tatsächlich so ist. Okay, gut. Ja, jetzt wäre die nächste Idee. Okay, jetzt haben wir unser y1 hier vorne. Wie kriegen wir jetzt unser y2? Naja, also wir könnten ja einfach mal annehmen, dieses y1 hier vorne, das sei wirklich der echte, das sei nicht nur eine Approximation an y von t1, sondern wir nehmen an, das wäre das y von t1. Wenn das stimmt, naja, dann wissen wir, die Punkte, die Kurve geht einmal hier vorne dann durch diesen Punkt. Ja, das y geht hier vorne durch diesen Punkt. Und wir kennen auch die Tangente an diesem Punkt. Denn wir setzen einfach unseren Punkt t1, y1 in f ein und dann wissen wir ja, wie die Tangente in diesem Punkt aussieht. Wir wissen, wie die Ableitung aussieht, der geht durch diesen Punkt, also kennen wir die Tangente. Ja, und dann können wir dasselbe machen wie hier vorne beim ersten Mal. Wir kennen die Tangente, wir setzen die Funktion einfach durch die Tangente, gehen hier vorne runter bis t2. Ja, und wir landen hier vorne am Punkt y2 und ich habe es hier gar nicht hin, doch, da habe ich es hingeschrieben. Was habe ich also gemacht? Ich habe mein y2 bekommen als y1 plus Länge dieses Intervalls hier vorne, das sollte wieder h sein, mal f von t1 und y1. Okay, und das f von t1 und y1 ist wohl definiert, deshalb habe ich da gerade so großen Wert darauf gelegt, dass dieses t1, y1 im Kegel liegt. Der Kegel liegt nämlich ganz im Definitionsgebiet von f und damit kann ich das hier vorne tatsächlich einsetzen.
alles ist gut. Okay, gut, damit bekomme ich das Y2. Naja, und wir wissen jetzt schon, wie ich das Y3 bekomme. Ja, also ich setze den Punkt T2Y2 ein in die Differentialgleichung, also in das F, erhalte die Ableitung an diesem Punkt, folge wieder der Tangente und bekomme insgesamt so ein yk plus 1 gleich yk plus h mal f von tk und yk und der Anfangswert natürlich y0, den haben wir geschenkt. Okay, gut, damit haben wir das Eulersche Polygonzugverfahren und jetzt möchte ich erstmal eine ganz wichtige Bemerkung machen. Natürlich ist das falsch, was wir da gemacht haben. Ja? Also das sind natürlich alles nur Approximationen. Welche Approximationen haben wir? Ich behaupte, wir haben zwei verschiedene Arten von Approximationen. Also einmal hier vorne im ersten Fall, wenn ich hier vorne von diesem Punkt gehe, vom Punkt AY0 und T0Y0 gehe zum Punkt T1Y1. Da wissen wir, die Funktion geht tatsächlich und wirklich durch diesen Punkt hier vorne. Und der Fehler entsteht dadurch, dass wir unser Y einfach durch diese Tangente ersetzen. Ja, wir ersetzen die Funktion einfach durch ihre Tangente und das ist in einem kleinen Bereich, im kleinen Intervall wird das gut sein, in einem größeren Intervall wird das natürlich grob falsch sein. Das heißt also, der Fehler, der hier vorne entsteht, ist der, dadurch entsteht, dass ich die Funktion selbst, das Y, einfach ersetze durch ihre Tangente. Welcher Fehler entsteht, wenn ich hier vorne dieses T2Y2 ausrechne? Naja, also da ist natürlich erstmal wieder natürlich dieser Fehler, dass ich hier vorne die Funktion ersetze durch ihre Tangente. Ja, den Fehler habe ich ja gerade auch schon mal gehabt. Aber jetzt kommt noch ein zweiter Fehler dazu. Ich hatte nämlich angenommen, dass dieses T1Y1 hier vorne tatsächlich auch richtig wirklich auf der Kurve liegt. Das heißt also, es kommt ein zweiter Fehler dazu. Erstmal, dieses Ersetzen ist natürlich falsch. Und das zweite ist hier vorne dieser Anfangspunkt, der ist auch noch falsch gewesen. Ich habe also praktisch hier zwei Fehler kombiniert und Sie ahnen schon irgendwie, wenn ich hier vorne zum Y3 gehe, naja, also das Y2 ist dann wahrscheinlich richtig falsch, denn da ist dieser Fehler geht ein und naja, dann komme ich hier vorne beim Y3 an, dann vermutet man, naja, im Grunde muss das so was sein, wie alle Fehler, die bis dahin aufgelaufen sind, aufaddiert. Das heißt, es ist gar nicht so klar, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Ja, also wir müssen also offensichtlich tatsächlich ein bisschen arbeiten, um wirklich am Ende zeigen zu können, dass wir hier wirklich gute Approximationen erhalten. Das Verfahren sieht grafisch irgendwie vernünftig aus, aber es ist keineswegs klar, dass das funktioniert, denn insbesondere die hinteren hier vorne, die haben tatsächlich, stecken im Grunde die ganzen akkumulierten Fehler, die wir vorne gemacht haben, die stecken da alle drin. Okay. Gut, also das habe ich hier nochmal mit rot markiert. Ja, also in Y2 haben wir einmal einen Fehler, der entsteht bei der Berechnung von Y2. Ne? Und zusätzlich da aber auch noch den Fehler, der dadurch entsteht, dass das Y1 ja schon falsch war. Okay, und tatsächlich die zentrale Idee in der Analyse wird sein, diese beiden Fehler, die wir hier haben, zu trennen. Ja? Das kann ich auch schon mal sagen. Wie könnte man das Eulersche Polygonzugverfahren alternativ herleiten, wenn man es nicht unbedingt gerade grafisch herleiten will? Ich gebe Ihnen hier mal drei Sachen. Die erste haben Sie, glaube ich, auf einem Übungsblatt schon mal kennengelernt. Und zwar könnte man hingehen und sagen, naja, das Y von T plus H, da machen wir einfach eine Taylor-Entwicklung und brechen die nach dem ersten Glied ab. Und nach dem zweiten. Das heißt also, wir schreiben Y von T plus H ist sowas wie eine Approximation von Y von T plus Y' von T mal H. Okay, y' von t kennen wir, das ist ein f von t und y von t. Das heißt also, unser y von t plus h ist approximiert als y von t plus h mal f von t und y von t. Okay, jetzt setze ich mal ein, mal yk plus 1. Das ist nichts anderes als yh von tk plus 1. Das soll sein eine Näherung an y von tk plus h. Okay, mein y von tk plus h, das kann ich jetzt hier, da kann ich meine Taylor-Formel einsetzen. Das ist also y von tk plus h mal f von tk und y von tk. Ja, und jetzt machen wir eben diese zweite Approximation und sagen, okay, das y von tk ist eine Approximation für yk, setzen das hier vorne ein. Und hier auch wieder das y von tk ist eine Näherung für yk. Und auch das setzen wir hier vorne wieder ein und erhalten genau dieselbe Formel wie oben, wenn wir es jetzt tatsächlich hinschreiben. Ja? Nö, genau, steht ja jetzt schon da. Sie erhalten genau die Euler-Formel.
Auch hier kann man nochmal wieder sehr schön sehen, dass wir hier zweimal im Grunde falsch rechnen. Hier vorne, da schneiden wir die ganzen höheren Taylor-Terme weg. Das ist natürlich falsch. Und deshalb bekommen wir hier an dieser Stelle nur eine Approximation. Und hier unten an dieser Stelle, da ersetzen wir y von tk durch yk. Das ist aber nur gerechtfertigt für k gleich 0. Da ist nämlich tatsächlich y von a gleich y 0. Okay, wie könnten wir noch vorgehen? Achso, und Sie haben, glaube ich, in Übungen auch schon mal gezeigt, man muss natürlich hier nicht nach dem ersten Glied abbrechen. Man könnte ja hier oben auch weiterentwickeln. Und tatsächlich stellt man fest, das geht, das kann man tatsächlich tun und bekommt auf diese Weise genauere Formeln. Das heißt also, wir ahnen schon mal, das Eulersche Polygonzugverfahren ist nicht das Ende. Ja? Also da muss es noch was Besseres geben. Wie hätten wir noch hergehen können? Wir hätten auch numerische Differenziation einsetzen können, denn wir haben ja unsere Differentialgleichung, y' von tk ist f von tk und y von tk. Wir haben gelernt, was numerische Differenziation ist. Wir approximieren dieses y' von tk durch den rechtsseitigen Differenzenquotienten und dann steht hier sowas wie y von tk plus 1 minus y von tk durch h. Naja, und das ist eine Approximation für y' von tk, also für f von tk und y von tk. Gut, und jetzt machen Sie wieder genau dasselbe wie vorhin, approximieren y von tk durch yk, also setzen da die Approximation ein und erhalten wieder genau dieselbe Formel wie oben. Und als allerletztes könnten wir auch noch numerische Integration verwenden und sagen, naja, das y von tk plus 1 ist y von tk plus das Integral von tk bis tk plus 1 über y' von t dt. Ja, da setzen wir natürlich unsere Differentialgleichung ein. Das y' von t ist f von t und y von t dt. Ja, und jetzt könnte ich mal annehmen, wir dieses Integral hier, das kennen wir nur an einem einzigen Stützpunkt, nämlich am Stützpunkt tk. Okay, wenn wir das machen und das hier einsetzen, unsere Formel aus der numerischen Integration einsetzen, hier natürlich im extrem einfachen Fall, Approximation durch ein Polynom vom Grade 0, dann ist die Approximation dieses Integrals gegeben durch h mal f von tk und y von tk. Ja, und jetzt machen Sie wieder dasselbe wie oben. Wir approximieren y von tk durch yk. Das machen wir hier auch und wir halten sofort wieder die Euler-Formel. Okay, was wir hier gesehen haben, sind tatsächlich drei Möglichkeiten, um numerische Verfahren herzuleiten, auch bessere numerische Verfahren herzuleiten. Hier oben haben Sie gesehen, Taylor, haben Sie in den Aufgaben schon mal gemacht. Eine Möglichkeit ist tatsächlich, die Differentialgleichung zu diskretisieren und die andere Möglichkeit ist, numerische Integration zu verwenden. Und das führt auf die Dauer tatsächlich zu unterschiedlichen Formeln. Und alle drei Verfahren werden wir uns im Laufe der Vorlesung noch mal ein bisschen genauer anschauen.